Hey Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Wir sind immer noch in der Engelstadt Valgaia. Und wir haben das letzte Teil, um Colette zu retten. Und zwar das Mana-Fragment fehlte uns noch, damit wir sie endlich von diesem Crucis-Kristall befreien. Und jetzt geht's weiter. Hey, schau dir das an. Ist ein riesiger Transporter. Vielleicht können wir den benutzen, um zur Oberfläche zurückzukehren. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, Leute. Wer weiß. Wir gehen einfach mal nachschauen. Und wir sind auch recht weit gekommen schon. Wartet, zeigt mir eure Ausweise. Bah, immer wollen sie wissen, wer wir sind. Du bist ein Mensch. Er ist hier, um einen Experiment teilzunehmen. Entschuldige uns. Wir besitzen keine Ausweise. Und wie sollen wir jetzt wieder rauskommen? Das ist bestimmt nicht ihr einziges Transportmittel. Sonst wären sie ja aufgeschmissen, wenn es kaputt ginge. Ja, schauen wir uns mal an. Dann tun wir das doch mal, oder nicht? Ich weiß eigentlich auch schon, wie es weitergeht. Aber ja, jetzt müssen wir hier lang. Zurück brauchen wir gar nicht gehen. Und hier muss so ein Weg weitergehen. Ich weiß, dass hier auch einen Markt gibt sogar, beziehungsweise wo man einkaufen kann und erfrischen. Da oben ist so ein Erfrischungsteil. Also kann man sich eigentlich leicht merken. Da ist ein Engel, den kann man benutzen. Und da oben ist ein Engel, den man benutzen, wo man dieses Gerät, wo ich jetzt gleich dran gehe, auch benutzen kann. Kann man sich eigentlich recht leicht merken. Die anderen Geräte, die sind fake. Oder die kann man nicht benutzen. So, hier haben wir den Einkaufsladen. Dann holen wir uns doch mal alles. So, dann Ananasgel. Wundergele, definitiv. Oder soll ich nicht viele mitnehmen? Das kostet viel Geld. Nein, ich... ich nehme nur 7 mit. Wasser des Lebens, magisches Auge. Können wir mitnehmen. Okay. Was wir verkaufen werden, sind Mischgele. Die brauchen wir gar nicht. Die sind zu schwach. Okay, dann haben wir ja noch einige... Boah, wir müssen die auch mal aufhören. Die sollten wir auch mal benutzen. Das sollte ich gleich mal machen, bevor wir doch zum Endboss doch dann gehen. Dann habe ich die nie verbraucht und dann stehen wir da. Vielen Dank. Der Verkaufsautomat, ich weiß. Und er erzählt halt, dass da drüben ein Verkaufsautomat ist. Der andere ist so ein Frischer, den wir auch aus einer Palma-Costa-Farm oder aus einer anderen Farm kennen. Dort können wir uns heilen. Und ja, was soll man sonst können? Und das tun wir jetzt auch mal. Aktivierung. Physischer Status völlig erholt. Ich weiß gar nicht, wer das sagt, ob das Leute sagt oder ob das Gerät es sagt. Normalerweise haben die ja Computer mal so eine Großschrift. Na egal. So. Wir können jetzt hier mal gucken. Irgendeinen können wir bedienen. Ah, hier. Was ist das? Sieht aus wie ein Informationsterminal. Es ist nutzlos. Er funktioniert nicht. Echt? War ja klar. Oh, es funktioniert. Das ist unsere süße Colette.
Ich bin froh, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Ein Aufzug, der zur Oberfläche führt, befindet sich im Zentrum. Da dieser gewappnet wird, benutzen Sie bitte den Notausgang im hinteren Bereich des Plan-Districts. Das ist der, okay. Okay, lass uns den Notausgang benutzen. Ja, und der ist ja ganz leicht. Dort unten haben wir schon die Plattform gesehen. Und jetzt kommen wir dorthin. Beziehungsweise können wir jetzt eigentlich auch weiterkommen. Hier unten. Die restlichen Automaten können wir eigentlich alle ignorieren. Weil die können wir nicht bedienen. Also geht's hier weiter. Warte, Leute. Wir sollten noch mehr Informationen sammeln. Wie? Was? Mehr Informationen? Warte, Leute. Was? Zur Hölle. Ich hatte gesagt, dass wir dorthin müssen. Was will denn Wayne jetzt schon wieder? Ich gehe jetzt mal zu diesen Automaten hin. Oder müssen wir mehrere Terminal anschmeißen? Das kann jetzt auch sein, dass wir jetzt ihn benutzt haben und jetzt andere benutzen. Ein Aufzug, der zur Oberfläche führt, befindet sich im Zentrum. Da dieser gewartet wird, benutzen Sie bitte den Notausgang im hinteren Bereich des Plant Districts. Ja. Oh ne, das war dasselbe. Vielleicht irgendwo anders? Ah, jetzt können wir hier was machen. Die scheint die Datenbank der Stadt zu sein. Professor, wissen Sie, wie die funktioniert? Mal sehen. Ich hab's. Wir können Daten von dem Terminal abrufen. Ewige Schwert, Darius. Fangen wir mit Darius Kaland an. Darius Kaland wird durch die Kraft. Mein Gott, ich kann auch immer noch nicht lesen. Kann das sein? Darius Kaland wird durch das Kraftfeld des ewigen Schwertes geschützt. Wird dieses Kraftfeld aufgehoben, so löst sich Darius Kaland aus der Anziehungskraft des Planeten und wird durch das All driften wie ein Komet. Komet natürlich. Prolongation. Ach, dieses Prolongationsprojekt. Okay. Die Welt wurde geteilt, damit der Verbrauch des Mana auf ein Maximum. Boah, weißt du, das ist gar nicht mehr, ey. Das ist mir hier zu viel zu lesen, deswegen komme ich schon aus dem Takt raus. Auf ein Minimum reduziert werden konnte, um die Versorgung der Welt und des göttlichen Keimes mit Mana sicherzustellen. Die Elementargeister sollten außerdem den Mana-Konnex bewachen und den Fluss des Manas begrenzen, wodurch das Aufblühen der Welt verhindert wurde. Ich weiß, ich lese jetzt gerade mit einer normalen Stimme, aber es geht mir jetzt dann schneller. Das Aufblühen der Welt führt zur Entwicklung von Mana oder Mana. Ich kann auch nicht lesen. Ich lasse es lieber. Wir wissen ja schon einiges. Aber das ewige Schwert kennen wir noch nicht. Als Yggdrasil ein Pakt mit Origin einging, bekam er das magische Schwert. Die Macht des Schwertes kann Zeit und Raum kontrollieren. Man sagt, es sei die Quelle der Kräfte von Yggdrasil. Yggdrasil konnte mit der Kraft des ewigen Schwertes die Welt spalten. Ginge dieses Schwert verloren, so nehme Yggdrasil Kraft ab. Und auch Vel'Gaia würde dem Untergang entgegengesehen. Oh, das ist ja genial. Das benebelt einen wirklich das Gehirn. Wir haben endlich sehr wertvolle Informationen erhalten. Leute, wir sollten uns hier nicht länger aufhalten. Lass uns durch den Notausgang flüchten,
den wir vorhin gefunden haben. Ja, beeilen wir uns. Na, endlich kommen wir heraus. Okay. Yggdrasil hatte das ewige Schwert von Origin bekommen, da er einen Pakt mit ihr geschlossen oder mit ihm geschlossen hat. Und so konnte er Silverwyn und Tetherhella machen. Interessant. Das sieht aus wie der Notausgang. Die sieht aus... Nein, ich kann immer noch nicht lesen. Die sieht wie der Notausgang aus. Okay, los, bevor uns noch jemand entdeckt. Ich glaube, es ist zu spät. Nein, sie haben uns bereits entdeckt. Da sind sie! Ihr seid die, die vorgegeben haben, für Lloyd Quarters zu arbeiten. Es ist die Auserwählte. Die Auserwählte des Mannes ist geflüchtet. Mist. Wir müssen von hier verschwinden. Die anderen sind schon so schnell durch. Toll, so 20.000 Stimmen. Ich werde ihnen folgen. Du, berichte Lord Yggdrasil hiervon. Verstanden. Ich habe 20.000 Stimmen für die, ey. Oh, das ist echt doof. Wir werden weitergehen. Müssen wir jetzt mit Engel kämpfen? Oh, speichern. Das ist gut. Speichern ist immer gut. Oder auch nicht. Man sagt dir, wenn man speichern kann, dann passiert irgendwas. Ist es auch hier wirklich der Fall so? Ah, da kommen wieder Gegner. This is gonna be a piece of cake. Sorbet und Orkos. Okay. Verurteilung. Ach so, wir haben ja hier unser Tetherhella-Team, Zubum-Team. Aha, nee, eigentlich wollte ich Techniken. Genus, Windblade. Fürs Cyclone oder was? Weißt du was, dann machen wir das so. Explosion, Profi. Überhaupt schon ein Fireball. Du wirst es irgendwann können. Fähig aus. Oh, Holy One. So. Ein paar Maschinen hier plätten. Komm. So. Achso, ja, genau. Healing Circle. Demonic Circle haben wir gerade gelernt. Einfach mal so. Cool. Komm. Das war's. Ja, hier gibt's wieder jede Menge Geld. Ist das eine Kiste? Ja, eine Kiste. Erfahrungsgame Level 3. Oh, da sollte ich mich auch nochmal schlau machen. Es gibt bestimmte Erfahrungsgemmen, die man einsetzen sollte. Für die unterschiedlichen Fähigkeiten. So, ja, jetzt muss ich mich erstmal hier unten schauen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So. Lauer. Ja, Photon, alles klar. So, dann haben wir Deadplatt gemacht. Ist sie das normal oder was geht's hier los? Eruption. Oh ja, mein Furry Beast habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Was kommt jetzt? Holy Song. Irgendwas kommt schon von ihr. Okay, das war's. Apfelgel. Ach, die habe ich ja lange nicht mehr gehabt. Irgendwas hier. Was wir gebrochen können. Hier geht eine Treppe runter. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Wow, was seid ihr? Was hat?
Ihr kriegt erstmal eine Illusionsattacke reingewirkt. Oder du Maschine. Sag mal. Bin ich jetzt ganz. Ach, ich hab Photon, ja klar, dann kann es ja auch nicht funktionieren. Da kann ja auch nichts passieren. Egal. So. Wir brauchen jetzt wieder TP. Wir brauchen ziemlich viel von dir. Egal. Wir machen auch so genug Schaden. Zack, zack, zack. Dann hau ich einfach so drauf. Mit der Sphäre, das ist gut. Jetzt kriegen wir auch mal Sachen, die wir gebrauchen können. Wie geht es weiter? Wow, ich schwebe. Dies ist also Schwerelosigkeit. Was soll das sein? Nun, auf der Erde verursacht das Mana von Gnome, dem Elementargeist der Erde, einen Effekt, der als Schwerkraft bekannt ist. Der Grund, warum wir alle nach unten fallen, ist, dass wir das Gnomes Kräfte auf uns wirken. Aber dieser Ort ist so weit von der Erde entfernt, dass Gnomes Macht nicht bis hierher reicht. Und deshalb schweben wir? Er hat eine ziemlich nervige Art an sich. Aber ich schätze, dass Gnome ein wichtiger Elementargeist ist. Pass auf und beweg euch nur langsam. Wenn ihr euch bewegt, werdet ihr in Bewegung bleiben, bis ihr gegen etwas stoßt. Yippie! Yippie, das macht Spaß! Mein schöner Kopf! Da kommt er wieder zurück. Ich passe auf. Die Geschichte geht hier wieder los. Das ist das gleiche wie bei Eis. Müssen hier Blick hinauf zu den Sternen kommt jetzt. Wie hoch wir wohl sind hier? Ja, im Himmel oder irgendwo anders, keine Ahnung. Ach so, wir befinden uns im Turm des Halls. Ja, bestimmt, weil der ist ja nicht gerade klein, der Turm. Oder kurz? Nicht hoch? Naja, gut, ich weiß ja, was ich meine. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie das Ganze hier nochmal ging. Um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich jetzt dorthin, wo es frei ist, hingehen. Ah, Colette heult wieder. Ja, wir retten dich schon. Ne, hier ist Stopp. Wir müssen. Wir müssen tatsächlich da hinten hin, aber wir kommen. Schon wieder leere, stille Welt. Wie kommen wir denn jetzt am besten dorthin, ey? Oder muss ich jetzt woanders hin? Nee, ich glaube nicht. Wir müssen auf jeden Fall da hinten in die Ecke hingehen. Da ist nur ein Teil, was nach oben, nach unten oder nach unten führt. Aber wie komme ich jetzt gerade dahin? Brauche ich noch Sachen, um dorthin zu kommen? Irgendwas runterwerfen? Ein paar Blöcke oder sowas?
Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe jetzt auch gerade keine Lösung parat. Weil das Bild muss ich mir jetzt auch nochmal genau angucken. Ich guck die ganze Zeit. Kann man schräg? Nee, wollte ich sagen, schräg kann ich doch nicht. Aha. Ach, schon wieder, ey. Jetzt geht's mir aber hier auf die Nerven wieder. Jetzt quatschen sie die ganze Zeit unterbrochen hier, ey. Mann, oh Mann. Aha. Oh nein, jetzt sag mir nicht, was ich gerade denke, oder? Du bist sowas von langweilig. Was hast du wieder vor? Was hat er wieder in seinen Schädel für Fantasien? Da müssen wir jetzt einfach hier. Hier hinten waren wir ja noch gar nicht. Ja, genau. Ein Aufzug fährt nach unten, ja. Und hier geht es natürlich weiter so. Wir müssen jetzt dort unten hin. Das heißt, wir müssen... Nicht so, okay. Ja, das bringt uns gar nichts. Hey, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ich kann hier nur hin und her schweben. Ich will... Weil hier gibt's keine andere... Oh, nee, so... Oh. Wo ist denn jetzt hier... Ich komme von da und kann nur hin und her. Weil ich werde nirgends... Ich kann nirgendwo andocken. Dort unten geht's ja auch nicht weiter. Nee. Oder ich bin wieder zu dumm dafür. Ich habe immer das Gefühl, dass ich immer hier runter versinke. Ja, tatsächlich. Von hier komme ich. So, bis hier. Und dann komme ich hier hin. Und das war's. Dann kann ich nur nach hier unten, dann kann ich nur nach hier hin. Und das war's. Ich kann hier nur hin und her schweben. Weil hier komme ich ja nirgendwo anders hin. Wenn so ein Teil da jetzt weg wäre von diesem Grün, dann wäre es alles kein Problem. Aber seht ihr, ich komme nur so. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, ob ich jetzt schon hier hin muss. Ich denke mal eher nicht. Oder auch doch, dann muss ich mir den Weg mal raussuchen. Wir haben ja noch eine Sache, wo wir, also ein Gebiet, wo wir noch nicht drin waren. Kämpfen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Dann müssen wir wohl jetzt kämpfen. Komm, ja komm, ist okay. Heil mich mal. Ich brauche Heilung. Airbrush. Komm her. Lasst euch hier einfach mal vermöbeln, wie das damit. Ich glaube, wir müssen irgendeine Sache dazu, damit wir da an der einen Stelle weiterkommen. Er hasst irgendwas. Das, so viel habe ich nur verstanden. Oh, eigentlich wollte ich in den auch nicht reinlaufen. Egal, Geld und Affenpunkte können wir ganz gut gebrauchen. Oh.
schon. Das hat ja auch nichts gebracht. Und ich schlage voll daneben. Kann sein, dass die Mana verschlucken oder mir wegnehmen. Nö, doch nicht. Das sieht nur so aus, glaube ich. Hallo, ich bin verwirrt. Zack. Autsch. Das tat ein wenig weh. Komm. Hau ihn um. Dann mache ich das halt selber. Was? Riegel erhält District Dark Moon. Ach, die könnte ich eigentlich auch mal wieder reinholen. Die können auch mal wieder kämpfen. Persea. Nein. So. So. Dann laufen wir mal mit ihr rum. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Aha.